Herzlich willkommen zum Webinar bei der Windelmanufaktur. Wer mich noch nicht kennt, also ich bin Stefanie. Ich habe die Windelmanufaktur vor mittlerweile 5 Jahren gegründet. Genau, vor 5 Jahren gegründet, seit fast 7 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Stoffwindeln. Und mir war das alles nicht genug, was es damals auf dem Markt gab. Ich habe mir meine eigene Stoffwindel ausgedacht. Und also das ist die Windelmanufaktur. Ich habe euch hier mal einen Flyer mitgebracht, da könnt ihr das mal sehen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Die Windelmanufaktur, das ist meine Firma und heute wollen wir ein Webinar machen zum Thema Einlagen und ich bin neugierig auf alle eure Fragen. Ich würde sagen, wir starten es einfach mal so, dass ich euch die Einlagen zeige, die es bei uns gibt. Und danach kommen wir zu euren ganzen Fragen und gucken, was sich da so ergibt. Ne? Einige haben ja schon ein paar Fragen sich ausgedacht. Und jetzt bin ich einfach mal neugierig, was wir so rausfinden. Ne? Also, wenn man bei uns bestellt, dann bestellt man normalerweise eine Windel. Ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist so eine Außenwindel von uns. So sieht die aus zum Beispiel. Das ist hier das Design Zaunkönig. Und die Windelmanufaktur-Windeln, die sind dreiteilig. Was ihr hier seht, ist der Außenteil. Ne? Ich habe mir das damals ausgedacht, ich bin eigentlich Architektin und ich habe mir das so ausgedacht, dass ich immer mir vor Augen gehalten habe, wie in der Architektur, welches Material und welche Funktionen gehören eigentlich zusammen. Ne? Und er hat eigentlich eine Windel, die hat drei Funktionen. Die Windel muss erstens am Baby halten, die Windel muss zweitens die Flüssigkeiten, die das Baby ausscheidet, muss gut aufsaugen und drittens muss es die Windel abdichten, so dass eben die Flüssigkeiten einfach nicht am Bein runterlaufen. Und dann habe ich mir überlegt, dass man das ja nicht in einem machen muss, sondern dass man es aufteilen kann, damit man eben für jede Funktion das perfekte Material finden kann. So, also haben wir hier die Außenwindel. Die hält die Windel am Baby. Ne? Die sieht immer besonders hübsch aus. Das ist ihre Hauptfunktion. Dann haben wir die Innenwindel. Das ist das hier. Das wird hier eingeknöpft. So, hinten und vorn. Ihr könnt es gut sehen, ne? Die Innenwindel, die wird hier eingeknöpft in die Außenwindel. Zack, das ist die Innenwindel. Und dann haben wir eine Einlage. Zum Beispiel das hier. Das ist die Saugeinlage. Und jetzt zeige ich euch, wie das zusammengehört. Man nimmt die Außenwindel, knöpft die Innenwindel hier ein. Jetzt gibt es wieder die Knopfgeräusche. Zack. Immer mit 4 Knöpfen. Und jede Innenwindel hat die gleichen 4 Knöpfe. Die sind also, passen in eure Außenwindeln alle gleich rein. So, jetzt ist die Innenwindel hier drin. Und jetzt nimmt man sich die Einlage, zum Beispiel das. Und jetzt wird die hier so reingelegt. Ihr seht, man kann das auch meinem Kind halten. Funktioniert super. Jetzt wird die Einlage hier reingelegt. Und die Windel ist im Prinzip fertig präpariert. Jetzt kommt das Baby hier drauf. Dann wird die Windel andersrum für euch. Jetzt kommt das Baby hier drauf, wird hingelegt, hier ein Beinchen, da ein Beinchen. Dann wird die Vorderseite hochgeklappt und die Windel kann geschlossen werden. Und voilà, euer Baby ist fertig. Und wenn das Baby eben gemacht hat, wird die Windel wieder aufgemacht, zack. Dann wird die nasse Einlage rausgenommen, so. Und die nächste Einlage, die neue trockene, kann hier eingelegt werden. Wenn das Baby jetzt ein großes Geschäft gemacht hat, also wenn das Baby jetzt gekackt hat und ihr habt viel Glück, dann bleibt das alles hier hängen. Wenn es aber sehr schmierig ist bei eurem Kind oder sehr flüssig, dann fließt es eben hier breit. Und anstatt, dass man dann zum Beispiel nur die Einlage wechselt, muss man dann eben auch die Innenwindel wechseln. So, knöpft man die aus, kann man hier wieder eine saubere Innenwindel einknöpfen. Und heute in dem Seminar soll es um die unterschiedlichen Einlagen gehen. Zuerst zeige ich euch mal alle Einlagen und erkläre euch die Vor- und Nachteile von jeder einzelnen Einlage. So, jetzt fangen wir am besten mit dem an, was ich hier schon in der Hand habe. Einige von euch kennen die schon. Das ist unsere Herkules. Das ist unsere saugstärkste Einlage. Ich halte es jetzt mal nah an die Kamera. Da könnt ihr das ganz gut sehen. Die Textur davon ist so flauschig. Das ist eine Mischung aus Bambusviskose und Baumwolle und Polyester und hat halt den großen Vorteil, dass die Oberfläche, auch wenn das Kind gerade gepullert hat, sich relativ trocken anfühlt. Und die Herkules heißt so, weil sie wirklich unendlich viel saugt. Ihr seht es auch schon, die Einlage ist super dick und die ist auch sehr groß.
Und die hat hier in der Mitte, ihr seht, es ist da so ein bisschen steifer, ne? Die hat hier in der Mitte so einen verstärkten Bereich und an der Seite so dünnere Laschen, sag ich mal. Und in der Mitte ist es halt vielfach vernäht und an den Seiten eben nur zweifach. Und dann gibt es jetzt ganz viele verschiedene Arten, wie man das falten kann. Das ist optimal saugt. Wir fangen jetzt mal an mit dem großen Mädchen. Also für ein großes Mädchen würde man jetzt die langen Einlagen, die langen Seiten so über die Mitte schlagen und hätte so die Saugkraft auf der gesamten Länge. Falsch. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Fangen wir mal von vorne an. Also, für einen großen Jungen würde man die so falten, dass man die Längsseiten hier runterfaltet und das dann hier hoch. Und wenn der Junge sehr groß ist, kann man das so in die Windel einlegen. Und wenn er noch nicht gar so groß ist, kann man das hier vorne nochmal so dicker falten, dass man dort, wo der Penis ist, noch mehr Saugkraft hat. Bei manchen Kindern ist es möglich und nötig. Zum Beispiel, wenn der Penis bei einigen Kindern, wenn die pullern, dann bläht er sich so ein bisschen auf und kriecht so zu einer Seite raus. Dann könnte man auch einfach am oberen Ende von der Einlage die Einlage umfalten und macht das mal so, dann seht ihr das besser. Dann könnte man die Einlage eben so umfalten und so ein bisschen auseinanderfuscheln. Und dann kann der kleine Penis hier drin liegen. Und selbst wenn der sich dann so ein bisschen rausbewegt, dann kann der eben nicht aus der Innenwindel rausrutschen, sondern bleibt halt schön auf der Einlage. Und damit kann auch alles gleich weggesaugt werden. So, jetzt haben wir zum Beispiel ein großes Mädchen. Da würde man die Einlage anders falten. Und zwar so. Damit haben wir hier hinten und vorne nur eine geringe Saugkraft. Und in der Mitte, dort, wo der Feuchtigkeitseintrag ist, haben wir die stärkste Saugkraft. Das wäre jetzt für ein großes Mädchen. So, für ein kleines Mädchen könnten wir das so falten. Ne? Dann ist es nämlich schmaler, auch zwischen den Beinen. Und das ist aber schon wirklich eine Nachteinlage für ein kleines Mädchen. Also das reicht sehr, sehr lange. Und das reicht als einzelne Einlage. Also da braucht dann auch nicht noch was dazugelegt werden. Und jetzt ein ganz kleiner Junge, den würde man dann vielleicht eher so. Da würde man die Einlage vielleicht dann so falten. Moment. So. Dann ist die Einlage auch kürzer und man hat vorne die komplette Saugkraft hier, wo es nochmal so umgefaltet ist. Ah, ja, der Pullerdamm. Danke, Lea, dass du es nochmal sagst. Genau, so sieht es aus. Und das kann man eben man nennt es Pullerdamm bei Jungs, ne? Man kann das für den Pullerdamm eben entweder nach außen so runterfalten. Finde ich manchmal nicht so schön mit so einer Kante. Man kann es aber eben auch nach innen so reinfalten und dann das quasi als Oberseite in die Windel legen. Und dann liegt der kleine Penis hier so dazwischen und dann liegt das auch schön weich. Da gibt es keine Kante und nichts, ne? So, genau. Also das ist die saugfähigste Einlage. Die hält auch sehr gut als einzige Einlage. Und das ist ziemlich praktisch, wenn zum Beispiel andere das Kind wickeln, wie die Tagesmutter oder so, die sich einfach nie auskennt, wie sie Einlagen kombinieren kann. Dann kommen wir zur nächsten Sorte der Einlagen. Die ist genauso genäht wie die Herkules, aber das ist unsere Bambus-Prifold. Ihr seht schon, die faltet sich hier auch so immer so leicht rum. Ne? Ich drehe hier mal nochmal das Handy ein Stück. Da seht ihr das besser? Ihr seht, das ist ganz weich und ganz flauschig. Das hat ebenso so eine flauschige Oberseite. Fühlt sich super seidig und angenehm an und ist genauso vernäht, dass es in der Mitte etwas dicker ist und an den Seiten weicher und kann demzufolge genauso gefaltet werden. Ist für große ähnlich gut wie die Herkules, ist für kleine aber viel besser als die Herkules, einfach weil die so weich ist. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt irgendwie so ein, ich sag mal, 2 oder 3 Monate altes Baby und ihr faltet die Einlage auf die allerkleinste Größe, so, dann ist das hier einfach viel weicher und dünner für so ein kleines Kind als diese riesige Einlage. Ne? Die macht sich dann einfach viel besser als die große Einlage. So, ich rück jetzt hier mal ein Stück hinter. So, die macht sich einfach viel besser. Also das ist unsere Bambus-Prefold. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Hier zum Beispiel auch die gestreifte, die gemusterte. Ist egal, die sind eigentlich alle gleich. Die Spezifikationen von dem Stoff sind alle gleich. Und genau, unsere Bambus-Prefolds. So, dann haben wir die Wendeprifold als nächstes. Das ist diese Einlage. Die ist aus 2 verschiedenen Materialien gefertigt, also eigentlich 3, aber sie hat eben 2 verschiedene Seiten. Und zwar steht hier auch auf dem Etikett,
Viskose, Polyester und Baumwolle. Und es ist so gemacht, dass eben die Polyesterseite auf der Seite ist. Das ist so hochflorig, seht ihr jetzt bestimmt, ne? Das ist ganz hochflorig. Und auf der Seite sieht man eher so eine Schlingenstruktur. Und auf der Seite ist es quasi die Baumwollseite. Die ist ein bisschen rauer. Und auf der Seite, das ist die Polyesterseite, die ist ganz kuschelig. Wenn man die Seite hier ans Kind legt, fühlt sich das eben trocken an, auch wenn es nass ist. Und auf der Seite, da spürt das Kind die Feuchtigkeit eher. Und jetzt gibt es halt Kinder, die brauchen das eine oder das andere. Und das finde ich halt sehr cool, dass man mit der Wendeprüfung halt sich auch immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen kann. Und da kommt jetzt auch gleich eine passende Frage. Eignet sich die Bambus-Prefold für die Newborn-Größe? Ich würde sagen, eher nicht direkt Newborn. Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder dann wieder gut zunehmen. Und Newborn ist auch immer so sehr dehnbar. Also wenn du ein Newborn hast, was knapp 4 Kilo wiegt, dann eignet sich die Bambus-Prefold schon. Wenn du aber ein Neugeborenes hast, was vielleicht 2,5 oder 3,5 Kilo wiegt, dann ist das hier einfach noch viel, viel, viel zu groß. Und es wird dann auch auslaufen, weil die Einlage einfach total abstehen wird von deinem Baby. So, als nächste Einlage habe ich euch die Hanf-Prefold mitgebracht. Die sieht so aus. Das ist ein ganz dünnes, ganz weiches Material und besteht aus Hanf und Baumwolle. Und man kann das jetzt im Prinzip so falten, wie man möchte. Und das ist jetzt meine Empfehlung für eine Neugeborenen-Einlage. Da kommen wir jetzt zu der ersten Einlagenkombination, ja. Also wir haben hier dieses Viereck. Ich halte euch das nochmal nah ran, damit ihr es gut erkennen könnt. Also es sind diese typischen kleinen Knötchen, die so charakteristisch sind für das Hanfmaterial. Und jetzt, genau, also die Hanfprefold, die ist super saugfähig und die ist extrem dünn. Also die Saugfähigkeitsbeurteilung muss man immer in Abhängigkeit vom Stoffvolumen und vom Stoffgewicht nehmen, ne? Und die ist für ihr Stoffvolumen und für ihr Gewicht extrem saugfähig und wird halt am allerbesten ergänzt mit dieser kleinen Einlage hier. Moment, Moment, mit dieser kleinen Einlage hier. Schüttelt mal. Könnt ihr es von nahem sehen? Das ist Frottee, und zwar dieser Frottee von unserem Waschlappen und von unserer Frottee-Einlage. Das ist ein ganz besonderer Frottee. Das ist GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle, die wir zusammen mit einem Polyesterfaden verspinnen lassen. Dann fragen sich vielleicht einige, ja, so tolle Baumwolle, und warum nehmt ihr denn jetzt Polyester dazu? Das hat einfach den Grund, dass in Gemeinden, wo das Wasser extrem kalkhaltig ist, ihr sonst den Waschlappen oder die Einlage irgendwie so hinstellen könntet und dann würde es einfach so steif bleiben. Der kleine Polyesteranteil, der sorgt einfach dafür, dass es immer noch weich bleibt und dass die Einlage auch nicht so schnell verschleißt. Weil immer mit dem lange nass sein und dann bei heißen Temperaturen und hochtourigen Schleudern, dann werden die Stoffe schon ganz schön derbe belastet und es ist eine super Sache, dass es mit dem Polyester robuster wird, ne? Also das hat bei uns einen funktionalen Grund und deswegen sind diese Einlagen auch nicht GOTS zertifiziert, weil einfach zu dieser Baumwolle noch Polyester beigemischt wurde. Wir lassen es für uns selbst produzieren. Und wenn ihr das jetzt mal mit anderem Frottee vergleicht, dann könnt ihr sehen, dass die Struktur hier eine ganz andere ist. Das nennt sich Meyer-Warp-Webtechnik. Das sind ganz spezielle Webstühle, die eben dieses hochbelastbare Material fertigen. Also, das hier, unser kleiner Waschlappen, das ist die Top-Einlage für Neugeborene, weil Neugeborene kacken extrem flüssig. Und da ist es wichtig, dass die oberste Einlage sehr, sehr flauschig ist. Damit, wie, wenn ich euch das erkläre, wie wenn ihr jetzt euer T-Shirt anhabt, ne? Und ihr habt am Wasserhahn zufällig das Wasser laufen, dann läuft das Wasser hier drauf und dann perlt es eben zuerst ab. Und es ist ganz wichtig, dass es hochflorig ist, damit die Pipi, wenn sie hier drauf kommt, nicht sofort breit läuft, sondern einfach durch diese vielen kleinen Härchen hier eine riesige Oberfläche entsteht. Und das schön festgehalten wird, damit es eins, zwei, uff, und Magic und dann weggesaugt wird. Ne? Also, wir nehmen diese kleine Einlage für Neugeborene. Und dann nehmen wir hier unsere Hanfprefold. Und die würde ich jetzt falten. Und zwar würde ich die dritteln. Also, wir reden jetzt von kleinen Neugeborenen. Ja? Die würde ich so falten. Dann würde ich die einmal umlegen. Und dann würde ich jetzt hier den Waschlappen drauflegen. Das wäre jetzt meine favorisierte Einlage für kleine Neugeborene. Jetzt hole ich euch mal noch eine Neugeborenenwindel raus und zeige euch, wie das da reinpasst.
Hier habe ich eine kleine Neugeborenenwindel für euch und zeige euch jetzt, wie die Einlagen hier reinpassen. Hier ist zufällig wieder die Innenwindel aus Merino-Wolle drin. Und jetzt würde ich diese, so dass ihr es gut erkennen könnt, ich würde das jetzt hier so reinlegen. So. So wäre jetzt eine gute Neugeborenenkombination. Ne? Und ihr seht, die Windel ist extrem klein. Ich werde es euch nochmal zusammenknöpfen, dass ihr sehen könnt, wie klein das ist. Am besten nochmal mit Nabelsnap. Dieser doppelte Snap hier vorne, der ist für den Nabel. Da wird dort runtergesnappt und dann wird hier schräg auf die kleinste Einstellung gesnappt. So, das ist jetzt hier so eine Neugeborenenwindel. Ihr seht, die ist wirklich dünn und klein und einfach super süß. Das ist übrigens Modello. Ich glaube, das ist auch die allerletzte davon. Bei Kleinkindern, ne, die haben ja noch den Nabel. Der ist ja dran und der ist ein richtiges Hautstück und das ist so ganz doll durchblutet. Und es ist ganz wichtig, dass der eben gut abheilen kann. Und bei uns ist es so, dass ich beobachtet habe, dass eben bei vielen Windeln die Windel halt so sehr hoch sitzt und dann sitzt die Windel halt eben über dem Nabel und deswegen muss der Nabel immer mit sterilen Kompressen abgedeckt werden und da muss immer viel gemacht werden, damit er eben schön sauber bleibt, weil wenn die Windel so weit hoch ist und das Baby pullert oder es kackt und wenn es dann sehr flüssig kackt, dann kann das eben alles bis dort hochschmieren. Das passiert nicht oft, aber es ist mir bei allen drei Kindern passiert. Und wenn der Nabel aber außerhalb von der Windel bleibt, dann ist der einfach schön sauber, schön trocken und kann gut abheilen, ohne sich möglicherweise zu infizieren. Und deswegen, wenn man die Windel hier von vorne sieht, sieht man, zeige ich euch das am besten mal, so, ne? Da sieht man, dass jetzt hier das so weit runter geht und dass die Windel durch diesen Snap hier auch so nach außen geht. Das heißt, der Nabel, der ist schön hier außerhalb von der Windel und kann einfach in Ruhe abheilen, ne? Und wenn das Baby dann gewachsen ist, dann kann man es auf die nächste Größe machen. Zack, zack. Dann macht man den Nabelsnip raus und kann dann die Windel hier ganz normal zumachen. So. Und dann sitzt sie ganz gerade. Ne? Okay, also jetzt habe ich euch hier meine Lieblingskombination für Neugeborene gezeigt. Ich zeige es euch nochmal. Als oberste Einlage der kleine Frottee-Waschlappen, der einfach schön, schön weich ist und der alles schön festhält. Und darunter halt die super weiche und relativ saugstarke Hanfbifold. Jetzt kommen wir zur, das war die Standardeinlagenkombination für Neugeborene und dann kommen wir dadurch genau zur Standardeinlagenkombination für die nächste Größe und das fängt bei uns bei 4 Kilo ungefähr an. Als oberste Einlage reicht natürlich dann so ein kleiner Waschlappen nicht mehr, aber hier, das ist unsere Frottee-Einlage. Die ist aus dem gleichen Material. Ich halte es euch nochmal hin, dann könnt ihr das gut sehen. So ein naturfarbener Frottee. Und der wird zu oberst gelegt und diese Einlage, die ist so dreiteilig gefaltet. So ein bisschen verrückt, oder? Und das Besondere an dieser Einlage, an dieser Faltung ist einfach, dass sie dadurch mehrlagig ist. Und wenn ich die aber ringsrum vernäht hätte, würde die einfach ewig brauchen, um zu trocknen. Und so könnt ihr die aber auf der Wäscheleine wirklich halt hier am Rand festklammern zum Beispiel. Oder auch im Wäschetrockner faltet sich das hier auf und dann trocknet es schneller. Aber es ist nicht bloß das Trocknen, was hier besser ist, sondern wenn ihr euch vorstellt, diese Einlage liegt zu oberst in der Windel und ist ringsrum vernäht, dann ist es schon eine relativ steife Geschichte. Ne? Und beim Waschen ist es so, dass wir drei wichtige Komponenten haben. Wir haben die Mechanik in der Waschmaschine, wir haben die Temperatur und wir haben das Waschmittel. Genau. Und wenn jetzt hier zum Beispiel Stuhl drauf ist und das lässt sich nicht so gut knautschen, dann bleibt das alles relativ schnell hängen. Und wenn die Einlage sich aber so auffaltet und bloß noch so einlagig ist hier überall, dann knautscht sich das so derbe in der Waschmaschine zusammen, dass der Stuhl halt einfach super gut hier rauszuwaschen geht und dass die Einlage dann viel hygienischer und reiner aus der Waschmaschine kommt. Ja? Also das ist unsere perforierte oberste Schicht für unsere Windeln. Und darunter ergänzen wir Einlagen. Zum Beispiel den Booster. Das ist eine sehr dünne und saugfähige Einlage.
seht in einer ganz weichen obersten Schicht. Halt euch das mal hin, dass ihr das gut sehen könnt. Da könnt ihr das gut erkennen, ja, ne? So. Das ist der Booster. Der hat hier so eine gepunktete Oberfläche. Der ist fasst sich extrem seidig an. Das ist eine bambusviskose Oberfläche. Das ist gleichzeitig auch das ist unsere empfindlichste Einlage und eine der saugfähigsten, ne? Weil diese Bambusviskose, die so extrem weich ist, die ist nicht so robust wie zum Beispiel Baumwolle, ja? Saugt aber sehr gut. Und das Gegenteil von dem Booster saugt fast genauso gut. Und ist ein extremes Arbeitstier und super unempfindlich, ist diese Einlage hier. Das ist unsere Hanf-Vlies-Einlage, die besteht aus Hanf und Baumwolle und die ist nahezu unzerstörbar. Und dann würde man zum Beispiel die Einlage halt eben so kombinieren, dass man zu oberst diese Frottee-Einlage macht und dann darunter die Hanf-Vlies-Einlage, ne? Dann würde das so in der Windel liegen. Ich zeige euch mal, wie das dann in der Windel aussieht. Hier habe ich eine Windel in unserem Design Waldsee. Und hier habe ich eine Innenwindel aus braunem POL. Und da lege ich euch die Einlage jetzt mal rein. So. Zack. Bisschen schwierig so in der Luft. So, jetzt liegen die Einlagen hier drin, ne? Das wäre jetzt unsere Windel mit den Einlagen. Und dann achtet man schön drauf, dass die Ränder eben hier über der Einlage sind. Und jetzt würde man die eine Windel halt hinlegen, ne? Das Baby rauf, ein Beinchen hier, ein Beinchen da. Dann hier zuklappen, so. Genau, und da wäre die Windel fertig, ne? So. Und jetzt ist die Windel fertig, ne? Und wir seht es von der Dicke. Pardon, muss was trinken. Von der Dicke her ist es ungefähr wie eine Wegwerfwindel, in die vielleicht einmal gepudert wurde. Du musst die Einlagen mindestens dreimal waschen, damit du sie wirklich gut verwenden kannst und ihre letztendliche Saug Kapazität erreichen sie ungefähr nach 10 Wäschen. Dort habe ich die Frage, warum nimmt man Bambus, wenn Hanf viel robuster ist und genauso saugt? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich leider schlecht rüberbringen hier im Video, aber diese Bambusviskose, wie kann ich mir das zeigen? Vielleicht kann ich dir das hier so im Video zeigen, ne? Also diese Bambusvis, dies, das hier ist die Bambusviskose. Das fühlt sich auf meiner Haut quasi, wenn ich das so hinlege, das fühlt sich fast schon kühlend an. Das ist ein extrem angenehmes Temperaturverhalten, ne? Es fühlt sich extrem seidig an, ganz kühl, würde ich sagen. Wirklich, ich mag das Gefühl von dieser Viskose sehr. Und das ist die Hanfeinlage, die ist total kuschelig, die ist aber auch viel einfach vom Hautgefühl viel wärmer. Und während ich finde, dass das Hanf ökologisch die bessere Variante ist, ist einfach oft diese Viskose, wenn die Leute sie in der Hand haben, für viele die attraktivere Variante, weil es sich irgendwie besser anfühlt. Und deswegen bieten wir aber beides an, weil ich denke, die Kombination aus diesen verschiedenen Einlagensorten in der Windel ist das Allerbeste, ne? Dann kann man viel saugen und wenig, also anders. So eine Einlage hat unterschiedliche Aspekte, mit denen man die bewerten muss, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, die beste Einlage ist die, die viel saugt, dann wäre es ja total einfach, irgendwie 25 solche Einlagen übereinander zu stapeln und zu sagen, oh, das saugt jetzt irgendwie 5 Liter, das ist super, ne? Daran merkt man ja schon, alleine das Saugvermögen, das kann es ja nicht sein. Also muss man auch noch viele andere Aspekte in Betracht ziehen, wenn man so Einlagen bewertet, ne? Das eine ist halt das Saugvermögen in Abhängigkeit vom Volumen und vom Gewicht der Einlage. Ich finde, das wird ganz oft falsch gemacht, wenn Leute dann in so Gruppen schreiben, wow, ich habe die Einlage und die saugt super und du musst die Einlage von dem Hersteller nehmen, weil die saugt super und dann ist die aber einfach dreimal so dick wie die von dem anderen Hersteller. Das bringt halt einfach überhaupt nichts, ne? Also man muss wirklich immer gucken, wie dick ist so eine Einlage, wie viel saugt die? Und dann dazu auch noch, wie schwer ist die? Und es gibt noch zwei weitere Aspekte, und zwar saugt die schnell. Und dann, wenn ihr euch jetzt einen Schwamm vorstellt, ich tunke den in Wasser, der Schwamm, der saugt sich sofort voll. Aber wenn ich das erste Mal so mache, dann läuft halt das ganze Wasser wieder raus. Und deswegen,
bringt es halt nichts, nur auf Saugschnelligkeit zum Beispiel zu setzen, sondern wichtig ist es, wenn ihr euch vorstellt, diese Einlage, die saugt sich tierisch voll und das Kind lässt sich so auf seinen Popo fallen oder setzt sich hin und es drückt hier die ganze Flüssigkeit wieder raus. Das bringt ja gar nichts, ne? Wir brauchen also nicht bloß Einlagen, die ganz schnell saugen, sondern auch Einlagen, die ganz wenig Flüssigkeit wieder abgeben, wenn sie mal gesaugt haben. Und wenn ich unter diesem Aspekt jetzt die Einlagen hier betrachte, dann sind die Hanfeinlagen eigentlich das Beste, weil die saugen halt mega langsam. Aber wenn die Flüssigkeit hier mal drin ist, dann geben die die Flüssigkeit einfach überhaupt nicht wieder ab. Im Unterschied zu anderen Einlagen, zum Beispiel zu den Bambusviskoseeinlagen, die geben die Flüssigkeit doch etwas schneller wieder ab als die Hanfeinlagen. Ne? So, jetzt mal eure nächste Frage. Welche Waschmittel eignen sich? Jennifer fragt mich, welche Waschmittel sich eignen. Im Prinzip eignen sich fast alle Waschmittel für die Einlagen. Was die Einlagen am schnellsten zerstört, ist die falsche Waschroutine. Das heißt, die falsche Routine aus Wickeln und Aufbewahren und dann waschen. Das Waschmittel, was ich am allerliebsten empfehle, ist eigentlich das Eigenmarkenwaschmittel von DM. Von DM Denk mit. Das ist so ein Sensitivwaschmittel in so einer weißen Verpackung. Es ist ein Pulverwaschmittel und es ist vom Deutschen Neurodermitisbund empfohlen. Es ist Allergiker getestet. Es enthält keine Konservierungsstoffe. Es enthält keine Duftstoffe. Und man hat auch voll wenig Verpackung, weil mit dieser Pulververpackung, so eine Plastikpulververpackung, kann man ziemlich oft waschen. Und dann ist das eine ganz dünne Verpackung, die man halt super in den Recyclingkreislauf zurückführen kann. Also Sensitiv DM Eigenmarke ist meine Empfehlung. So, Windelvlies habt ihr gefragt. Wenn man Windelvlies benutzt, sollte man dann auch eine andere Einlage noch dazu nutzen. Oh ja, Windelvlies. Danke, dass du das sagst. Dann erzähle ich euch gleich noch was über Windelvlies. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, wow, jetzt hat die schon so eine Einlage am Baby, ne? Ich sag mal, die hier. Jetzt liegt da so eine Herkules in der Windel und jetzt soll da immer noch was dazu. Okay, also eigentlich muss da nichts dazu. Aber genauso wie wir alle unterschiedlich sind, gibt es einfach verschiedene Kinder, verschiedene Hauttypen und einfach auch so, ich würde es jetzt mal Empfindungen nennen. Und jede Familie und jedes Baby braucht es anders, ne? Und deswegen gibt es Windelvlies. Und zwar zum einen gibt es das Windelvlies aus Papier. So, das ist ja auf so einer Rolle bei uns. Wenn ihr Windelvlies kauft, müsst ihr unbedingt aufpassen, dass das Windelvlies aus Zellulose ist. Es gibt im Prinzip zwei Sorten Windelvlies. Einmal Windelvlies aus Polyester und einmal Windelvlies aus Zellulose. Und ihr erkennt den Unterschied ganz gut. Einerseits steht es natürlich drauf, ne? Andererseits ist aber auch das Windelvlies aus Papier. Das sieht wirklich aus wie so Haushaltsrolle, ne? Könnt ihr ganz gut sehen. Das Windelvlies aus Polyester ist so ein Spinnvlies, nennt sich das. Das sieht ungefähr so aus, wie das Material, aus dem so Feuchttücher gemacht sind. Und dann reißt man halt von der Rolle, reißt man ein Blatt ab. Ja, dann hat man hier so ein Blatt. Und das legt man dann in die Windel zuoberst über die Einlage. So. Und wenn euer Kind dann kackt, bäm, sitzt hier der Haufen drauf. Habe ich hier irgendeinen Haufen? Ersatz? Nee, ich habe jetzt hier nichts, was als Haufen durchgedockt. Also, wenn euer Kind kleine Pferdchen kackt, dann liegt das Häufchen dann so da drauf, ne? Das könnt ihr gut sehen, ne? Und dann kann man, wenn man das Kind gewickelt hat und dann die Wurst anstatt oder das Pferdchen, anstatt dass es das auf der Einlage ist, kann man halt ganz toll das Windelvlies so nehmen. Bap, jetzt hängt das alles fest hier drin, ne? Und dann kann man das halt mit Pferdchen quasi im Klo entsorgen. Da, damit ihr mich also seht, bap, weg ins Klo. Und dann bleibt das hier halt einfach super sauber, ne? Das spart viel Arbeit. Zu Hause war mir das egal, weil ich musste das Kind sowieso machen. Ich konnte das auch immer waschen. Aber ich selber fand es zum Beispiel für die Tagesmutter oder für die Kita einfach super praktisch, dass dann nicht bis abends halt die große Wurst noch im Wettbeck auf der Einlage klebt. Also das ist so bei diesem Wegwerfvlies halt super praktisch, ne? Wenn ihr Sorgen habt, weil euer Rohrdurchmesser kleiner ist oder sowas, dann bitte werft das Pferdchen nicht ins Klo, sondern macht die Wurst ab und werft es dann in den Restmüll. Okay? Dann gibt es natürlich auch noch Alternativen zu diesem Wegwerfvlies, und zwar verschiedene Sorten von Windelvlies. Guck mal. Achso, warum das andere Windelvlies nicht gut ist, fragt mich jemand. Also das Polyester-Windelvlies ist nicht gut,
weil es überhaupt nicht kaputt geht im Abwasser. Und sich, ich habe mich da lange damit beschäftigt. Da gibt es auch ein paar Artikel auf meinem Blog. Also dieses Vlies, ja, das dreht sich dann quasi ja so zusammen im Klo. Ich mache euch das mal eben vor. Das hier ist Zellulosevlies, ja, das ist wie Papier, das lässt sich hier voll gut reißen, ne? Das ist wirklich wie Papier. Wenn ihr euch aber vorstellt, das wäre aus Polyester, dann stellt euch vor, das ist eben noch viel, viel reißfester als das. Dann zwirbelt sich das so zusammen im Klo. Und wenn es einmal so ist, hat man kaum eine Chance, dieses Polyestervlies so zu zerreißen. Und das ist, ich war hier in Dresden jetzt schon mehrfach bei der Stadtentwässerung. Die Gemeinden, die haben ein riesiges Problem mit diesen Windelfliesen. Also selbst wir hier in Dresden, wir haben 500.000 Einwohner ungefähr. Und wir ziehen jeden Tag eine komplette, ich glaube, über eine Tonne Windelvlies und andere solcher Papier-, Feuchttuch-Gegenstände aus den ganzen Pumpen im Klärwerk. Und die setzen regelmäßig diese Pumpen zu. Und das ist wirklich eine Katastrophe, weil da unglaubliche Kosten entstehen. Weil die wickeln sich um diese Pumpen, die das Abwasser hoch und rüber und da durchpumpen, so durch das Pumpwerk. Und es wickelt sich einfach darum und das ist ganz furchtbar, weil diese Maschinen gehen fest, die Motoren gehen kaputt. Teilweise verstopft es auch unterirdisch in den Städten die Abwasserleitung. Und da ist zum Beispiel, ich glaube, in irgendeiner englischen Stadt muss jetzt ein 5 Tonnen schwerer Zopf Klumpen aus Feuchttüchern. Da musste aufgebaggert werden, weil in der ganzen Stadt drückte es auf gut Deutsch die Scheiße im Klo hoch, weil eben nichts mehr ablaufen konnte, weil das alles so voll steckte da mit diesen Feuchttüchern. Und deswegen darf man die nie ins Klo tun, sondern entweder ihr habt eins, was wirklich sehr, sehr gut kaputt geht, oder ihr müsst es im Restmüll entsorgen. Okay, welche Frage nehme ich jetzt als nächstes? Also Booster und Windelvlies ist eine gute Variante, genau. Und dann schaut immer drauf, dass ihr eben Windelvlies erwischt aus Zellulose, weil dieses Polyester ist einfach Plastik und wenn Plastik, finde ich, dann kein Einmalentsorgungsplastik. Naja, ja, es geht ums Entsorgen, ganz genau, und es geht nicht um die Haut des Kindes, weil das Kind kommt gut damit klar, dass es halt ein Polyestervlies ist. Allerdings entsteht bei jeder Produktion, wenn Erdöl zu Polyester umgewandelt wird, entstehen halt, glaube ich, auch andere Stoffe. Und wenn das Polyester hier drin ist, dann habt ihr das einfach schon zigmal gewaschen, dann sind da überhaupt keine Reststoffe mehr drin. Und wenn man jetzt vielleicht ein super empfindliches Kind hat, das zum Beispiel vielleicht auch gar kein Vlies oder kein Polyester an der Haut verträgt, dann würde das jetzt auch keine Polyesterleine vertragen, sondern dann müsstest du halt Zelluloseleine nehmen. Ne? Aber das wirst du merken, das kannst du einfach ausprobieren bei deinem Kind. So, wenn dein Kind, dann schreibt mir hier Sese, wenn meine Tochter kackt, kommt es immer aus allen Seiten raus, trotz Verkleinerung, ja. Das ist einfach so, die Kinder, solange die wirklich voll gestillt sind, da ist es unglaublich flüssig und unglaublich viel. Und meine Kinder haben damals teilweise voll gestillt, nur alle 16 Tage gekackt. Und dann war das dementsprechend eine Katastrophe und eine Explosion. Und da muss ich einfach ganz ehrlich sein, da kannst du gar nichts machen. Da kannst du einfach gar nichts machen. Das ist so viel, das kann keine Windel halten. Der einzige Trick quasi ist immer eine schön hochflorige Oberfläche zu benutzen, dass es möglichst viel hält und dann einfach möglichst schnell windeln. Es gibt aber auch noch andere Windelfliese, und zwar welche, die man eben mehrfach verwenden kann. Zum Beispiel hier dieses Windelfließ, das nennt sich Stay Dry Liner. Vielleicht kennt ihr das so aus einer Regenjacke oder aus einer Sportjacke. Da hat man das manchmal auf der Innenseite vernäht. Und zwar ist es eben so, dass das die Feuchtigkeit super schnell abziehen lässt, also durchlässt. Aber die Haut wird dann total trocken gehalten. Ne? Durch diese kleinen Böbbeln und kleinen Löcher hier wird die Haut schön trocken gehalten. Das wird dann draufgelegt einfach, genauso wie das Wegwerfvlies. Und dann gibt es noch andere Varianten für Vliesliner. Es gibt halt hier noch so ein Vlies, das ist auch aus Polyester. Das ist halt schön dicht und schön weich. Ne? Und dann gibt es auch noch Wollliner aus Wollwalk. Die sind ein bisschen kratziger, aber das stört die Kinder nicht. Im Gegenteil, diese kleinen Mikroreizungen auf der Haut, die tragen sehr gut auch zur Heilung bei. Also wie kann ich euch das erklären? Wenn Kinder Bronchitis haben oder sowas,
Dann macht man einen Brustwickel und legt unten drunter so Heilwolle. Und diese Heilwolle ist ein bisschen kratzig. Und das ist eben das Gute daran, weil man diese kleinen Mikroreizungen auf der Hautoberfläche, die führen halt zu einer stärkeren Durchblutung. Und eine stärkere Durchblutung führt wieder dazu, dass halt der Blutkreislauf an dieser Stelle angeregt wird und dass schädliche Stoffe schneller abtransportiert werden und die guten Stoffe im Körper einfach an der Stelle hintransportiert werden. Also dieses, dass es so ein bisschen pieksig ist, das ist super, weil das einfach zur Heilung beiträgt. Und du hattest gesagt, ja genau, also bei Wegwerfwindeln explodieren genauso. Mein Sohn, der hatte damals fast noch die ganze Zeit Wegwerfwindeln und die sind unglaublich schlimm ausgelaufen, als der noch vollgestillt war. Also bis hier hinten in den Nacken und es war ganz schlimm. Und das hast du eigentlich mit einer Stoffwindel nie, sondern da landet es halt schon mal eben an der Außenwindel. Aber um ehrlich zu sein, die Außenwindel ist Teil der Windel und die ist dazu gemacht, dass da eben Kacke drankommen kann. Und Hauptsache, die Sachen außenrum bleiben sauber, was bei den Wegwerfwindeln halt einfach überhaupt nicht. Ja, Storna, ich versuche das zu speichern, okay? Wenn es irgendwie geht, es war auch schon mal, dass es nie funktioniert hat, aber heute versuche ich das. So, du liest immer von, ja, Zellulase, das ist immer so ein Drama im Internet mit dieser Zellulase, dass man es überhaupt nie verwenden darf und so. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Verkaufe ich Stoffwindeln. Ich habe noch nie eine Einlage gesehen, die wegen der Zellulase ruiniert war. Wirklich noch nie. Ich habe Einlagen gesehen, oh Julia, das ist so lieb. Die Julia hat gesagt, ich erkläre das so toll. Danke. Also Zellulase ist auf chemischer Ebene, glaube ich, oder auf Mikro, also wenn man mit dem Mikroskop reingucken würde, würde die Zellulase vielleicht was machen. Aber um ehrlich zu sein, sind es Einlagen, wo reingekackt wird. Und die Zellulase trägt auch dazu bei, dass die schön sauber aussehen. Also ich habe immer was mit Zellulase benutzt und ich habe auch noch Handtücher, zum Beispiel von mir und meine Mullwindeln, bin jetzt 40, die sind jetzt 40 Jahre alt und die benutze ich jetzt, wo meine Kinder ja schon längst trocken sind, benutze ich diese Mullwindeln immer noch, um zum Beispiel, wenn die krank sind oder für einen Brustwickel, für einen Fußwickel, also ich benutze die wirklich ständig und die wasche ich und meine Mutter vorher schon immer mit zellulasehaltigen Waschmittel. Und da passiert einfach nichts darin. Ne? Was die Einlagen wirklich kaputt macht, sind so Experimente mit Waschmitteln. Also zum Beispiel irgendwie waschen mit geschredderten Kastanien oder waschen mit selbstgemachtem Waschmittel oder waschen mit Efeu oder waschen bei 20 Grad oder was wir alles schon hatten. Wir hatten schon Leute, die ihre Windeln eben im Schnellwaschgang nur 20 Minuten lang gewaschen haben und sich dann gewundert haben, dass alles kaputt geht. Also im Prinzip das, was die Windeln kaputt macht, ja, also die Einlagen, das sind zwei Sachen. Das sind erstens Fäkalkeime, die nicht rausgewaschen werden. Das heißt, wenn die Kinder kacken, da ist ja ein Haufen Fäkalkeim drin, ne? Und was machen diese Keime? Die lieben einfach organische Substanzen. Und dann, ich mache das jetzt mal in süß, ja, okay. Also ich bin da jetzt so ein Fäkalkeim und ich liege dann jetzt hier so auf der Einlage, ne? Und dann liege ich dann so in einem Eimer mit Wasser und das Wasser hat irgendwie 40 Grad und das ist für mich die absolute Wohlfühltemperatur. Das ist quasi so eine Art Keimkur. Und dann liege ich da und dann fresse ich und fresse ich und fresse ich in diesen Einlagen. Und dann komme ich in die Waschmaschine und in der Waschmaschine werde ich dann noch bei 30 Grad hin und her geschubst. Und es ist so eine Art Wellnessprogramm für Keime. Und danach kann ich auch die ganze Einlage besiedeln, weil vorher, ich kann mich ja nicht so gut bewegen als Fäkalkeim, ne? Dann steckte ich nur an der einen Stelle fest, wo ich quasi hingekackt wurde von dem Kind. Und nachher sind meine Brüder und Schwestern dann schön über die ganze Einlage verteilt. Und dann kackt das Baby wieder drauf. Und dann geht diese ganze Wohlfühlkur nochmal von vorne los. Und deswegen wirklich bei 60 Grad waschen und die Einlagen nicht in Wasser einweichen, nachdem das Kind gekackt hat oder nachdem ihr gewindelt habt, sondern wenn er sie nass macht, dann halt wirklich irgendwie trocken lagern. Das ist einfach das Beste, was ihr tun könnt. So, noch. Sorry, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also keine Wohlfühlkur für Fäkalkeime, sondern weg mit den Fäkalkeimen. Und dann ist es völlig egal, ob ihr ein zellulasehaltiges Waschmittel benutzt oder nicht. Okay, jetzt habe ich hier die Frage, Muttermilchstuhl macht so heftige Flecken. Wie bekomme ich die Flecken restlos raus aus den Einlagen? Trick 17, Einlage nass machen
Und in die Sonne hängen. Das UV-Licht, das zieht die Flecken unglaublich gut raus. Probier das mal aus. Die Miriam, die hat keinen Ton. Miriam, ich glaube, da musst du den Ton bei dir irgendwie anschalten, weil ich glaube, alle anderen haben Ton. Das muss irgendwie an deinem Rechner liegen. Es tut mir voll leid. Ich versuche auf jeden Fall das Video zu speichern, dass ihr das auch nochmal nachgucken könnt. Ne? So, jetzt haben wir hier die Frage, welche Kombination empfiehlst du, wenn man voll stillt? Wenn man voll stillt, empfehle ich auf jeden Fall die Kombination zu oberst eine hochflorige Einlage, entweder diese oder diese, und dann darunter hochsaugfähige Einlagen. Das heißt, entweder die Hanfvlies-Einlage oder die Hanfvlies-Einlage. Oder wenn das Kind wirklich längere Wickelintervalle hat, dann die supersaugfähigen Einlagen. Was habe ich jetzt für eine Frage? Wie oft wechselt man die Innenwindel? Das ist super einfach zu beantworten. Und zwar wechselst du die Innenwindel immer, wenn sie dreckig ist. Das klingt jetzt erstmal ziemlich witzig, aber ich habe das so gemacht. Die Innenwindel habe ich nie gewechselt, wenn die Kinder gepullert haben und sie mir sauber erschienen. Sobald die Innenwindel angefangen hat zu muffeln, also das merkt man ja einfach so, wenn das so anfängt zu riechen, dann habe ich sie gewechselt. Und wenn die Kinder gekackt haben, dann habe ich das immer als Anlass genommen, die ganze Windel einfach durchzuwechseln. Also jedes Mal bei Stuhlgang war für mich das Signal, jetzt wechsle ich Außenwindel und Innenwindel auch noch. Und somit hatte ich eigentlich einen schönen Wechselrhythmus. Dann habe ich hier die Frage, wasche ich die Windeln auf 60 oder 90 Grad? Okay, also einmal im Monat solltet ihr unbedingt bei 90 Grad waschen. Ob ihr die Windeln mit 90 Grad wascht oder andere Sachen in eure Waschmaschine, ist eigentlich ziemlich egal. Aber ihr müsst euch vorstellen, in eurer Waschmaschine, ich bin jetzt wieder der Fäkalkeim, ja. Also die Waschmaschine hat ganz viele so Rohre und Schläuche und überall so kleine Seigen und Nenken, so kleines Senken und Neigen. Und wenn ich dann so als Fäkalkeim dann so zufällig runtergespült werde von diesem Waschlappen und dann lande ich da in so einer dauerfeuchten Neige, dann besiedle ich natürlich die ganze Waschmaschine, ja, und dann wird über kurz oder lang, wenn du jetzt als nächstes deine Tischwäsche wäschst oder die Hemden von deinem Mann, dann hast du einfach die Fäkalkeime dort auch noch mit drauf. Und deswegen würde ich wirklich einmal im Monat bei 90 Grad waschen, richtig volle Pulle. Das reinigt die ganze Waschmaschine und das reicht eigentlich gut aus. Zum Beispiel die Einlagen hier, diese Frotti-Einlagen, die kannst du super bei 90 Grad mitwaschen, genauso wie deine komplette Tischwäsche, deine Bettwäsche. Deine Handtücher, das geht alles super bei 90 Grad. Für den Rest würde ich 60 Grad empfehlen und auch 60 Grad einfach als normale Waschtemperatur. So, jetzt war die Frage, jetzt ist die Frage gerade weg. Die Innenwindel zum Ausspülen. Die Innenwindel muss mit in die Waschmaschine und zwar am besten bei 60 Grad, da wird die super sauber. Die Außenwindel, genau. Die Außenwindel, die ist ziemlich bunt und deswegen würde ich die nicht so oft bei 60 Grad waschen und auch nicht bei 90. Ich habe das probiert, die bei 60 und 90 zu waschen. Die halten das total aus, aber man muss einfach sehen, dass es farbige Sachen sind. Wenn ihr das mit einem Vollwaschmittel wascht, dann wird es einfach ausbleichen. Das passiert nicht sofort, ne? Je nachdem, wie euer Waschmittel dosiert ist, ja. Aber das passiert schrittweise. Wenn ihr also wollt, dass die schön farbig bleiben, dann müsst ihr die einfach bei 40 Grad waschen. Ne? So, jetzt hatte ich hier die Frage: Kennt sich jemand aus, wie viele man braucht mit Windelfrei? Jennifer möchte wissen, wie viele Einlagen und Innenwindeln man braucht, wenn man Windelfrei machen will. Da muss ich dir sagen, Windelfrei, das ist so individuell der Rhythmus, den die Eltern da machen. Das kannst du wirklich nur ausprobieren, weil manche Kinder pullern halt super oft. Manche Kinder pullern total wenig, manche Eltern machen nur zu Hause windelfrei, manche nur unterwegs. Das ist extrem individuell, in was für einem Rhythmus da gewickelt wird. Und da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, wie viel du brauchst. Okay, was war jetzt für eine Frage? Die Außenwindel hält alles. Wie viele Außenwindeln braucht man? Ungefähr eine Außenwindel am Tag. Zu den Außenwindeln können wir gerne das nächste Video machen. Ich würde heute lieber noch was zu den Einlagen sagen, wenn ihr noch was sehen wollt. Wir haben auch noch die super kuschelige Kuschelfließleine-Einlage. Das ist die, das ist auch ein Fließliner. Der ist extrem hochflorig und der hält vor allem sehr flüssigen Stuhl super fest.
Jetzt würde ich mal gucken, was habt ihr denn noch so für Fragen hier dazu? Wie viele Außenwindelempfehlungen war jetzt eine pro Tag ungefähr in deinem Waschrhythmus? Hat denn jetzt jemand noch eine Frage zu dem Thema Einlagen? Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt ungefähr bei 50 Minuten, vielleicht noch 5 Minuten und dann kommen wir so zum Ende, ja? Online steht, die Schleuderzahl auf 800 ist für die Außenwindeln eigentlich ziemlich gut, ne? Das Kuschelvlies auch bei Muttermilch? Jein, das kommt darauf an, wie flüssig dein Kind kackt. Das würde ich ausprobieren. Wir haben so ein Set, so ein Testset für die Fließliner, für die Liner. Da haben wir zwei unterschiedliche Testsets. Da musst du mal gucken, welches für dich ungefähr passt. Und da könntest du die unterschiedlichen Liner mal ausprobieren. Lasakiri, Dankeschön. War schön, dass du dabei warst bei dem Video. Der direkte Unterschied zwischen Fließliner und Frottee. Okay, das ist super einfach. Das hier ist der Fließliner, ja. Das ist das Frottee. Frottee ist aus Baumwolle. Das ist eine richtige Einlage. Der Fließliner, der ist nur für oben drauf zu legen, um den Stuhl abzufangen, dass man den dann so abschütteln kann und das nochmal waschen kann. Okay? Welches Vlies bei sehr empfindlicher Haut auf Nässe? Okay, wenn dein Kind sehr empfindliche Haut hat, würde ich tatsächlich Fließliner empfehlen. Da würde ich an deiner Stelle mal diese drei verschiedenen Liner ausprobieren und gucken, mit welchen von den Linern dein Kind am besten zurechtkommt. Bei den Einlagen 800 Umdrehungen. Also, wenn ihr die Einlagen einweichen solltet vorher, dann würde ich auf gar keinen Fall mehr als 800 Umdrehungen nehmen, weil, wie kann ich euch das beschreiben? Stellt euch vor mein Haar jetzt, ja? Mein Haar. Ich würde da jetzt Wasser drauf kippen und dann würde ich das irgendwie 4 Tage lang in einer Plastiktüte, ich sage jetzt mal übertrieben Plastiktüte, aber wie in einem Wetbag. Ich hätte dann jetzt hier das voll nasse Haar, dann wäre das jetzt hier in einem Wetbag über 4 Tage und dann wasche ich das super heiß mit richtig krasser Chemie, also mit Waschmittel und dann schleudere ich das noch auf 1400 Umdrehungen. Und das ist total krass, also da geht einfach jede Faser kaputt, ne? Wenn das Haar einfach aber trocken ist, und ich das jetzt vorgestern gewaschen habe und es übermorgen wieder wasche, dann kann ich das auch mal heiß waschen. Und dann kann ich da auch mal dran ziehen, weil dann ist die Faser einfach von der Struktur her stabil genug, dass es das aushält. Ne? Also einweichen auf gar keinen Fall. Das einzige Einweichen, was ich euch empfehlen kann, wenn jetzt viel Stuhl dran ist und der verkrustet ist, das macht ihr folgendermaßen. Also erstmal Lektion. Ihr fangt auf gar keinen Fall an, irgendwie die Einlagen in einem Eimer einzuweichen oder sowas. Das ist erstens nie bloß voll eklig, dass man irgendwie so Kackwasser da schwimmen hat im Bad, sondern es ist auch voll unpraktisch. Ihr macht es so. Ihr nehmt also diese vollgekackten Einlagen, ja, hier, so, alles dreckig, alles vollgekackt. Dann tut ihr das in die Waschmaschine, Waschmaschine zu. Ihr braucht es nicht mehr anfassen. Dann startet ihr ein Waschprogramm. Eigentlich ziemlich egal welches. Ich habe immer irgendein Kurzwaschprogramm genommen. Ihr startet es und bleibt irgendwie in der Nähe von der Waschmaschine. Und nach 5 Minuten habt ihr gesehen, wie die Waschmaschine sich gefüllt hat und wie das so angefangen hat, sich schon ein paar Mal zu drehen. Und dann macht ihr einfach Pause. Und dann liegen die Einlagen in der Waschmaschine und weichen da einfach super ein. Und dann, so nach 1, 2 Stunden, geht ihr wieder daher, brecht das Programm ab, einfach mit dem Programmwählschalter bei den meisten Waschmaschinen, stellt euer eigentliches Waschprogramm an, also euer 60-Grad-Waschprogramm und drückt auf Start und dann pumpt es einfach die ganze Suppe ab, die da drin war und quasi euer Einweichwasser und dann wird mit neuem Wasser eingespült und das ist super zum Einweichen, aber anders einweichen solltet ihr nicht. Das ist irgendwie, ich halte es für unpraktisch und auch unhygienisch, weil ihr müsst wieder Putzmittel nehmen, um den Eimer zu säubern und so. Und das ist alles. So, danke, dass euch das Video gefallen hat. Ist der Wetbag geruchsdicht? Ist ein P-Liner oder ein Wetbag geeigneter? Das ist ganz unterschiedlich. Ne, da kann ich gerne mal ein Video machen, ganz kurz. Der P-Liner, der kommt in einen Eimer rein, der ist quasi wie so ein Eimerschoner. Da hast du halt den Eimer dastehen. Der Wetbag, den kannst du zum Beispiel auch in die Badewanne legen, voll mit den Windeln. Da stört er dich einfach gar nicht. Also bei einem kleinen Bad ist ein P-Liner eigentlich keine Option, sondern da ist ein Wetbag immer besser. Und ja, die sind ziemlich geruchsdicht. Bei dir kann man das Programm nicht wechseln. Na, du kannst aber das Programm abbrechen. Also da schreibt eine, das funktioniert nicht mit dem Einweichen, weil man bei ihr das Programm nicht wechseln kann. Das ist ziemlich einfach. Du brichst dann einfach das Programm ab. Dann pumpt es ab und dann stellst du einfach das neue Programm
Programm ein. Du kannst die nassen Einlagen im Wetbag lagern bis zum Waschen. Ja, im Wetbag kannst du die lagern. Du solltest die aber einfach nicht in einem Eimer mit Wasser lagern. So, hier habe ich auch noch Fragen. Können die Innenwindel auch bei 60 Grad gewaschen werden? Ja, und das empfehle ich auch, die bei 60 Grad zu waschen. Die Waschroutine bei den Einlagen. Wie meinst du das genau, Lisi? Ich frage nach der Waschroutine. So, dann hier die Frage, sollte man die Liner direkt nach dem Geschäft auswaschen und dann mit in den Wetbag oder am besten direkt in die Waschmaschine? Also ich würde den Stuhl immer direkt abmachen von den Linern und das dann ausspülen am Waschbecken und nach Möglichkeit vielleicht ein bisschen antrocknen lassen. Ansonsten würde ich das dann nass in den Wetbag tun. Wie bewahre ich die Windeln auf, bevor ich sie wasche? Ja, einfach also in den Wetbag tun, also die schmutzigen Einlagen in den Wetbag tun. Dann hat man immer noch die Frage, die neue Hanfeinlage, die auch trocken hält. Die habe ich euch nicht mitgebracht, aber das kann ich euch trotzdem zeigen. Wir haben eine neue Einlage im Shop. Moment. Ja, die ist hier runtergefallen. Und zwar, wir haben eine neue Hanfeinlage, die auch sehr trocken hält mit im Shop. Die sieht im Prinzip so aus, dass das hier miteinander vernäht ist. Das ist dann eine Einlage und das hat eben den Vorteil, dass ich das hier nicht so zusammenkruscheln kann. So. Wegen einer Windel die Waschmaschine starten? Nein, auf gar keinen Fall. Sondern mit dem Einweichen meinte ich, also wenn du quasi deinen ganzen Wetbag voll hast und dann auf gar keinen Fall nur wegen einer Windel die Waschmaschine starten, das ist so total unökologisch. Nee, also wenn man dann den Wetbag quasi voll hat und die Windeln vorm Waschen nochmal einweichen will, damit der Stuhl sich einfach besser löst, dann macht man diese Routine, was ich vorhin gesagt habe, mit Programm starten und dann eine Weile warten und dann abbrechen. So. Die Naus 10 wünscht sich auf jeder Seite des Wetbags eine Schlaufe. Das können wir machen. Da kannst du bei uns, da gibt es eine Option. Am besten schreibst du uns im Kundenservice, weil diese Option gibt es bei uns und wir haben auch schon Bilder davon gemacht. Das machen wir gerne für dich. Ich bedanke mich bei euch allen ganz, ganz doll fürs Schauen. Es sind immer noch 100 Leute, die das Video gucken. Ihr wisst gar nicht, dass ich hier nachher im Kreis rumrenne und denke, die haben mich alle gesehen. Ihr seid Wahnsinn. Ich bedanke mich, Thiris, dass ihr euch die Stunde Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Und drückt mir bitte ganz doll die Daumen. Wir ziehen um nächste Woche. Wir haben endlich neue Räume gefunden, größere, weil unser Atelier ist super, super mini klein und meine Mitarbeiter haben es einfach total eng. Und wir haben wunderschöne neue Räume gefunden. Wir ziehen nächste Woche um. Vor lauter Stress bin ich jetzt schon ganz gaga und ich freue mich riesig und ich freue mich ganz doll, wenn ich euch das dann alles zeigen kann. Lieben, lieben Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Also eindeutig, bei Facebook hat man einen hübscheren Teint. Bei Instagram sehe ich aus wie eine Leiche und bei Facebook sehe ich ordentlich durchblutet und total gesund aus.